Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Vlog. Der letzte ist ja schon Ewigkeiten her. Und mit diesem Vlog möchte ich euch heute ein kleines Giveaway anbieten. Ja, ich werde euch auch gleich zeigen, was es zu gewinnen gibt. Nicht wundern, wenn der Hintergrund ein bisschen hin und her schwenkt. Ich drehe mich gerade auf meinem neuen Sessel. Und ja, zum Teil erkennt man schon im Hintergrund so, ja, wie es aussieht, was es heute gibt. Beziehungsweise dann, wenn die Auflösung kommt. Ja, ich will mit dem Giveaway einfach mal Danke sagen an alle Zuschauer, Abonnenten, Teilnehmer, die im Discord sind, aber vielleicht nicht gerade meine Videos schauen oder, ja, keine Ahnung, an alle anderen, die einfach für mich da sind und bei dem Giveaway mitmachen. Und man sieht es heute mal total unrasiert, muss auch mal sein. Und ja, ich werde euch jetzt erst einmal zeigen, was es zu gewinnen gibt, und dann erkläre ich euch noch, wie man daran teilnehmen kann. Also bis gleich. So, da sind wir zurück. So, als erstes gibt es zu gewinnen, na komm raus mit dir, dieses wunderschöne XXL Mousepad mit, ja, wie sagt man dazu, Weltall-Hintergrund, Weltall-Stimmung. Das Mousepad ist von Witzing, oder wie man das ausspricht. Es ist, ja, wasserabweisend. Es ist robust. Und es fühlt sich einfach wirklich sehr gut verarbeitet an. Jeder, der mir auf Discord folgt, weiß, dass ich das aus eigener Tasche bezahlt habe. Würde ich auch wieder tun fürs nächste Giveaway. Also, es wird nicht das erste und letzte sein. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, wie groß das ist. Steht das hier drauf? Nein. Da gucken wir einfach mal ganz kurz im Internet nach. Und zwar, da haben wir Amazon. So, es ist rutschfest. Es hat eine schöne gummimäßige Unterlage, oder ist das Gummi? Keine Ahnung. Da haben wir das. Also steht hier die Größe von dem Mousepad dabei. Also, ich kann euch mal ein bisschen was vorlesen dazu. Es hat eine glatte Oberfläche. Super feines fasergeflechtetes Material. Man kann die Maus richtig gut drauf bedienen, weil ich habe von der gleichen Firma eins, wie man hier sieht. Moment. Da, nur mit einem anderen Motiv, eins, was mir eher gefallen hat. So, Kamera, stehen bleiben. Und ja, es gefällt mir. Das Material ist einfach nur Bombe. So, die Größe ist 800 x 400 x 3 mm. Und ist für Desktop-PCs sehr gut geeignet. Vor allem für Gaming-PCs, für Leute, die die Maus so schön im großen Radius bewegen. Ich habe zum Teil meine Tastatur halt mit hier drauf. So, das ist der zweite Preis. So, vorsichtig zur Seite legen. Das wird dann gleich wieder gut verpackt. So, das gehört dazu. So, und jetzt kommen wir zum großen Preis. Eine Tastatur. Firma. Sieht man es auch wieder, Witzing. Die gleiche Firma, von der meine Tastatur und meine Maus ist. Es ist nämlich die gleiche Tastatur und die gleiche Maus. So, dann packen wir den Spaß mal ganz kurz aus. Hier geht's auf. Einmal so. Ja,
So, hier haben wir einmal die. Oh Gott, wo lege ich denn das jetzt hin? Einmal die wunderschöne Maus. Das ist eine richtig schöne Gaming-Maus, wie man hier sieht. Zur Gaming-Maus gibt es dann noch eine Treiber-CD, die jetzt noch in der Verpackung ist. Das ist eine kleine Mini-CD. Wenn man die einlegt, kann man halt entscheiden, soll die Farbe wechseln, wie bei meiner Maus jetzt, oder soll sie auf einer Standardfarbe bleiben, wie schnell sie sich bewegen soll, für was die einzelnen Tasten sind. Ja, man kann mit der Treiber-CD die Tastenbelegung ändern. Für diverse Einstellungen der Games. Und jetzt kann ich auch ganz kurz hier gucken. Schaltet euch die Maus einfach mal in die Kamera. So. Haben wir hier die Maße des Kabels? Das würde mich nämlich mal interessieren. Anscheinend nicht. Mit CD-ROM, ja. Die Lebensdauer der Maus beträgt 2 Millionen Klicks, ist stoßfest, robust und verschleißfest. Sehr gut für Dauerbetrieb. Insgesamt hat die Maus 6 Tasten, also 1, 2, 3, 4. Das Rad ist die 5 und ich weiß jetzt nicht, ob man das hier so ganz genau sieht, aber so sieht man es hier, das ist auch nochmal eine Taste, damit kann man die Mauszeigergeschwindigkeit einstellen. Farben sind grün, lila, blau, rot. Wechselnd. Und ja, Kabellänge, ich weiß, 1 Meter, 2 Meter ungefähr. Steht auch nichts drauf. So, das Piepen im Hintergrund, das blenden wir jetzt einfach mal aus. So, das wäre die Maus. Die legen wir mal ganz kurz hier rüber, das verpacke ich dann gleich wieder alles ordentlich. So, und jetzt zur Tastatur. Jetzt muss ich aufpassen. Hier ist die Treiber-CD der Maus. Und hier ist diese wunderschöne Tastatur. Man sieht es wunderbar. Ich mache mal kurz die Kamera hier ab. So, das ist die Tastatur. Gleiche Firma. Schön Metall. Tasten. Einfach. Ich muss sagen, ich bin von der Marke sehr begeistert. Ihr seht, ich habe die gleiche Tastatur. Wunderschönes Farbspiel, vor allem wenn es dunkel ist, mit An- und Ausknopf, diversen, das zeige ich euch mal hier, Einstellungen auf den Knöpfen, also ja, es macht einfach nur Fun, mit dieser Maus zu zocken, mit dieser Tastatur zu zocken. Und ihr seht das Farbspiel von grün über leicht gelb, rosa, rot, pink bis hin zu blau. Ja, dann erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was dazu. Kurz die Kamera hier wieder befestigen. So. Und zwar die Tastatur. Kurz das hier alles ausblenden. Und was das war. Ja, man kann 4 Helligkeitsstufen einstellen: 100%, 60%, 30%, 0% der Leuchtfähigkeit der Tastatur. Metallgehäuse, sehr schön, auch gut verarbeitet.
einzige Makel hier dran ist, sie ist etwas flach, aber trotzdem sehr gut zum Arbeiten, zum Zocken oder zum Videoschneiden, wenn man mit den Tastenkombinationen alles bearbeitet. Und ja, ist für Windows 7, 8, 10, Vista, XP sogar. Und ja, es ist einfach geil. Also ich arbeite sehr gerne mit dieser Tastatur und ich würde mir auch die gleiche Tastatur erneut kaufen oder eine neuere Marke. USB-Stecker, Kabel wird, wie lang wird das sein? 1 Meter. Das Mauskabel ist ein bisschen länger. Das ist gut verarbeitet. Und das ist dann halt, dieses Maustastaturpaket ist dann der erste Preis. Und wie ihr dran teilnehmen könnt, das erfahrt ihr dann gleich. So, da sind wir wieder zurück. Einen kleinen Tipp an die Person, die das XXL Mauspad gewinnen sollte. Mach es nicht nochmal in die Folie rein. Das ist ein Kampf der Geschlechter. So, gut. So, kann man ordentlich in die Hand nehmen. Was müsst ihr jetzt machen, um eins dieser zwei Teile zu gewinnen? Als erstes, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Gleich vorneweg möchte ich erwähnen, ein YouTuber sieht, wann wer abonniert hat. Ich werde euch das jetzt hier aber nicht zeigen, denn ich müsste mich erst einloggen und. Also ein YouTuber sieht, wann wer abonniert hat. Also ihr braucht jetzt nicht abonnieren und dann so tun, als ob ihr schon jahrelang dabei seid. Also als erstes Kanal abonnieren. Als zweites müsst ihr diesem Video ein Like verpassen. Und als drittes schreibt mir einfach mal in die Kommentare, warum ihr, ausgerechnet ihr, eins dieser Teile gewinnen sollt, wollt, müsst, wie auch immer oder möchtet. Und ich werde dann, ich sage mal, heute ist Samstag, Datumsvorstellung heute. Heute ist Samstag, der 27. April. Ich würde sagen, nächste Woche Freitag um. Was nehme ich für eine Uhrzeit? Nächste Woche Freitag am 3. Mai um 12 Uhr endet das Gewinnspiel. Und dann nehme ich dann nämlich auch den Vlog auf, wo ich euch zeige, wer gewonnen hat. Und ja, also Abonnent sein, Video liken, in die Kommentare schreiben, warum gerade ihr der glückliche Gewinner sein wollt. Und ihr müsst auf meinem Discord sein, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, denn bei YouTube kann man keine Privatnachrichten mehr schreiben, deswegen ist der Discord von mir die einzige Möglichkeit, wo man mich privat anschreiben kann, wegen Adresse, Postfach und, damit ich es euch auch zuschicken kann. Und was ich mir noch wünsche, ist, wenn ihr der glückliche Gewinner seid und es bei euch angekommen ist, dass ihr einfach ein Foto eures Gewinnes, des Mauspads oder der Tastatur in den Discord postet, damit alle sehen, aha, der Eik hat sich dran gehalten, hat an die Person das geschickt und ich habe es auch erhalten. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen muss, also Abonnent sein, Video liken, Kommentar schreiben, auf dem Discord sein und fünftens natürlich dann, wenn ihr es habt, ein Foto posten im Discord. Mehr verlange ich nicht. Es tut keine weh, es kostet nichts. Ja. Und mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Bis dahin würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Gewinnspiel. Bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.